Hallo Power-AppInnen. Heute bin ich nicht allein, sondern habe mir Unterstützung für ein Thema mitgebracht, was uns beiden sehr, sehr liegt. Und das ist UI und UX in Power-Apps und noch viel, viel mehr. Mit ihr habe ich schon ganz viele andere Sachen zusammen gemacht. Und deswegen habe ich sie heute auch mal in YouTube gezerrt. Hier ist Luise Frese. Möchtest du dich ganz kurz für meine Zuschauer vorstellen, die dich noch nicht kennen, was glaube ich kaum möglich ist, denn ich habe dich schon einige Male hier auf dem Kanal auch erwähnt. Okay, dann machen wir das mal so. Hallo, ich bin Luise Frese. Ich bin selbstständige Power-Plattform- und M365-Entwicklerin aus Düsseldorf. Ich bin MVP für Business Applications und M365 Developments. Und Community. Ich habe das Kaffeetrinken abgewöhnt, das Laufen dafür angewöhnt. Und ja, zusammen mit dir, liebe Robin, mache ich ganz, ganz viele Open-Source-Projekte und freue mich, dir hier auch ein bisschen was zeigen kann. Auf jeden Fall. Also ich habe dir schon ganz, ganz viel zu verdanken, habe schon ganz, ganz viel von dir gelernt und auch ich habe so ein kleines Ding habe ich nicht zuletzt dank dir auch bekommen. Dein steht auch irgendwo im Regal dahinter. Wie ich ja schon öfter gesagt habe, also du hast gerade gesagt, wir haben schon Open Source Projekte zusammen gemacht. Wir haben ja die Template und Component Library zusammen gemacht. Deswegen wollen wir auch heute über Components sprechen, weil ich da schon ganz, ganz viel von dir gelernt habe. Die habe ich euch ja im letzten Video vorgestellt. Könnt ihr runterladen und jetzt seht ihr eben auch mal Luise dazu, die da mindestens genauso viel gemacht hat wie ich dabei. Ja, und genau, deswegen heute wieder Thema UI, UX. Wir werden gleich über ein Swipe-Right-Component sprechen, davor aber noch ein ganz kurzer Werbeblock, denn wir haben schon ganz, ganz viel zusammen gemacht und wollen auch noch ein bisschen mehr zusammen machen. Und vor allem werden wir zwei Termine euch anbieten können, wo ihr uns sehen könnt. Das eine Mal ist nämlich bei der European SharePoint-Konferenz in Amsterdam. Die ist vom 27. bis 29. November und da werden wir wie in Dublin schon bei der Power-Plattform-Konferenz werden wir einen Workshop über ja, Canvas-Apps halten, wie wir unsere Canvas-Apps besser machen können. Und das Thema von heute wird da auch irgendwo drin vorkommen. Also wieder ein ganzer Tag mit uns beiden. Wird sicherlich großartig. Das letzte Mal hat uns und den Teilnehmern schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. In Amsterdam wird es bestimmt auch wieder großartig. Und wer es etwas persönlicher und intensiver möchte. Für den haben wir noch was anderes, speziell wir zwei anzubieten. Das ist vom 11. bis 13. November, also 2 Wochen vorher, in Köln. Da werden wir nämlich mit 10 bis 15 Teilnehmern ja, einen dreitägigen Workshop euch anbieten, wo es auch speziell um Canvas-Apps geht, noch viel, viel ausführlicher natürlich, kann man sich vorstellen, an 3 Tagen als die Workshops in Dublin und Amsterdam und natürlich etwas persönlicher mit der geringen Teilnehmerzahl. Also ein intensiveres Lernen mit uns 2, 3 Tage lang in Köln vor Ort, 11. bis 13. November in Köln. Alle Links, wie ihr euch da anmelden könnt zu den beiden Events, mache ich hier oben, da unten in die Beschreibung rein. Ihr werdet das finden, ne? Wir freuen uns, wenn sich der ein oder andere anmeldet. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach hier unter das Video oder per LinkedIn einen von uns anschreiben. Wir beantworten die gerne. Und jetzt kommen wir aber auch Werbeblock Ende, kommen wir auch endlich zum Swipe-Right Component. Zeig doch einmal kurz, was du uns da mitgebracht hast. Ich blende jetzt hier Genau. irgendwie deinen Bildschirm ein. Ja. Ja, was kann der denn? So, was kann der denn? Also ich hatte ein Requirement von einem Kunden für eine mobile App und die wollten keinen Button haben, weil sie festgestellt haben, dass NutzerInnen manchmal einfach nur auf Buttons klicken, ohne zu lesen, was denn dann da jetzt passiert. Und dachten sich, es wäre irgendwie toll, wenn man die Nutzer oder die Nutzerinnen so ein ganz klein bisschen noch aufmerksamer machen könnte, dass da jetzt wirklich eine Aktion ausgeführt wird und wenn ja, welche. Und kam dann auf die Idee, naja, wir wollten ganz gerne so eine Swipe-Right-Funktion auf einem Button haben. Also, dass man tatsächlich diese Bewegung mit dem Daumen
machen muss, um eben diese Aktion auszuführen. Und das gibt es so nativ erstmal nicht als Control in Power Apps. Deswegen habe ich mir gedacht, dann baue ich das einfach. Das muss ja wohl irgendwie gehen. Meine erste Idee war, oder musste bestimmt so eine PCF-Komponente dafür schreiben. Und dann dachte ich, nee, Challenge accepted. Ich mache das jetzt einfach als Canvas-Komponente und finde einfach einen Weg, wie das funktioniert. Ich zeige euch das gerade mal. Geht gerade mal ganz kurz in den Ich funk noch mal ganz kurz rein. Du hast gesagt, es ist für eine mobile App. Das ist was würden wir eher wahrscheinlich nicht in der Desktop-App verwenden, oder? Das würden wir eher nicht in der Desktop-App verwenden, weil es schon so ein bisschen awkward ist, dann praktisch da mit der Maus und drauf zeigen und dann praktisch die Maus so nach drüben und so nach rechts oder nach links ziehen. Also das je nachdem. Also das fühlt sich nicht besonders nativ an, aber wenn man das halt so mit dem Daumen auf dem Touchscreen macht, dann ist es halt schon sehr, sehr schön. Also ich kann mir das vorstellen, entweder so fürs Smartphone oder fürs iPad, aber auch an so Kiosk-Systemen, wo halt keine Maus dran ist, sondern wo ein Touchscreen ist, da kann ich mir das super gut vorstellen. Desktop vom Handy, vom Touchen kennt man es ja auch. Vom Entsperren gibt es das ja teilweise schon. Und aus dem Outlook kenne ich das zum Beispiel. Da kann man mit links und rechts seine E-Mails archivieren oder kann man auch frei belegen. Also so ähnliche Funktionalitäten gibt es auf jeden Fall schon auf dem Handy. Genau. Und dann kennen die User das auch. Finde ich cool. Genau, ja. So, ich zeige mal, wie es funktioniert. Ich bin jetzt hier gerade schon im Play-Modus. Und was hier passieren soll ist, ich setze das hier einmal wieder zurück. Ich ziehe also einmal hier diese Schaltfläche, die ziehe ich hier einmal nach rechts rüber. Und dann wird mir auch angezeigt, dass also die Aktion stattgefunden hat. In dem Fall steht jetzt hier das Thank You. Und da wird ein Herzchen eingeblendet. Und hier diese Pfeile suggerieren mir auch schon, dass ich also da nach rechts swipen soll. Also wenn ich den gar nicht lesen möchte, so als Nutzer, Nutzerin. Und das habe ich als Power Apps Komponente gebaut, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, da ist ein bisschen was drin und das wollte ich halt nicht wieder und wieder bauen. Ich bin ein großer Fan von Komponenten, einfach weil es Dinge wiederverwendbar macht und auch ein bisschen standardisierbar macht. Und dann dachte ich mir, ich baue das jetzt einfach mal so, dass es möglichst flexibel ist. Und möglichst flexibel heißt für mich, wenn ich das jetzt Makern zur Verfügung stelle, dann sollen die Maker natürlich viele Farben ändern können, die Icons ändern können, Größen ändern können, Texte ändern können, etc. Sodass niemand sagen muss, naja, die Luise hat jetzt hier grau gemacht, aber ich will das Ganze jetzt in grün oder in blau oder in rosa haben und deswegen funktioniert das Ganze nicht mehr oder ich brauche einen anderen Text, ich brauche ein anderes Icon und deswegen muss ich das jetzt nochmal selber bauen. Also selber bauen, ja, müsst ihr das, weil noch ist es nicht Open Source, ich glaube, das kommt noch. Aber schon mal so als Idee, ich mag die Dinge möglichst flexibel halten, deswegen habe ich immer eine ganze Menge an Input-Properties, die ich in ein solches Components eben übergeben möchte. Da führe ich euch auch gleich nochmal durch. Ja, und da wollen wir jetzt auch in alles ein bisschen genauer reingucken, aber vorneweg vielleicht noch, wenn ihr das Ding wirklich nachbauen wollt, wo könnte ich das machen? Muss ich entweder jetzt ganz genau aufpassen, aber wir wollen nicht ins haarkleinste Detail bei einem gehen. Luise, wo finde ich das denn? Also, wenn du es nachbauen möchtest, dann solltest du das in einer Komponentenbibliothek machen. Warum? Das ist so der Ort, an dem wir Komponenten bauen und verwalten wollen, damit wir nicht 100 verschiedene Versionen von dem gleichen Component haben. Wenn du... Aber wenn ich genau das Component nachbaue, wenn ich so eine Anleitung haben möchte, wo wenn müsste ich denn dann hin? Wenn du eine Anleitung haben möchtest, also ich habe einen Blogbeitrag veröffentlicht, den findet ihr auf m365princess.com. Ich glaube, da ist auf der zweiten Seite, ist es mittlerweile schon. Genau, einen Beitrag verlinke ich euch dann hier oben. Dann könnt ihr da einmal hier gucken und in der Beschreibung mache ich es auch. Und dann könnt ihr da nochmal abspringen und das nach und nach. Aber ich glaube, genau jetzt wollen wir mal auf die Funktionalität. Wie passiert denn die Magie? Weil da habe ich ganz viel aufgeschnappt, auch von dir. Und ich glaube, du hast mit dem, was du da gemacht hast, auch noch viel mehr Spaß gehabt mit anderen Components, die dann daraus entstanden sind. Die findet ihr auch alle in ihrem Blog. Zeig mal, was du da gemacht hast. Wie funktioniert das denn? Genau, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also weil, wie du sagst, es gibt da nichts drin in Power Apps, was genauso funktioniert. Ja, also es gibt leider keine Swipe Right oder Swipe Left Control. Die gibt es einfach nicht. Deswegen habe ich mir das einfach selber gebaut. Und die ganze Magic
Project sieht eigentlich wie folgt aus. Also was wir definitiv brauchen, damit wir diese Swipe-Bewegung einfach ausführen können, ist ein Slider-Control. Das ist das Erste, was wir benötigen. Und ich mache es jetzt mal hier so in hässlich. Ich setze den Default-Wert auf 0, Minimum ist 0, Maximum ist 100. Und das Zweite, was wir brauchen, ist ein Button. Schnappe ich mir einen Button. Der Button, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, der muss unterhalb von dem Slider liegen. Das heißt, den Slider, den packe ich mir hier nach vorne, sodass der eben da drüber liegt. Ne? Und wenn wir den jetzt hier schon mal so dahinter schieben, dann sehen wir das auch schon. So, was jetzt passieren soll, ist, dass ich hier von dem Slider, da mache ich das Handle, das mache ich mir jetzt mal riesengroß. Ich mache das jetzt mal hier auf 200. Und den Button, den mache ich dafür ein bisschen kleiner. Hier, anklickt, dann funktioniert das auch. Machen wir hier so groß, wie das Handle hier einfach ist. Und jetzt sagen wir, die X-Property von diesem Button, also da, wo der einfach auf der X-Achse liegen soll. Wir nehmen natürlich hier die X-Position von dem Slider und addieren da natürlich zu auch wieder die Slider-Breite. Und dann teilen wir das Ganze einmal durch 100 und multiplizieren das mit dem Slider-Value. Also der Wert, der halt da gerade dran ist. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt hier meinen Slider bewege, dass der Button, und ihr seht das, ja, dass der sich damit dann halt eben hier mitbewegt. Jetzt kann man natürlich noch gucken, dass man das, ne, noch so ein bisschen feintunet, ne, also dass der wirklich immer links sitzt und dass der wirklich immer rechts ist, dass er wirklich genau auf diesem Handle drauf sitzt. Aber das ist eigentlich schon die gesamte Magic, die dahinter steckt. Und der ganze Rest ist nur das bitte hübscher machen. Und das Erste, was wir machen würden, ist... Sieht ja gerade noch nicht so gut aus, ne? Es sieht noch nicht so gut aus. Das Erste, was wir machen würden, ist, dass wir dafür sorgen, dass dieser Slider praktisch optisch verschwindet. Wer jetzt denkt... Genau, wollte ich gerade sagen. Den sehe ich ja gar nicht oben, den Slider. Also der Slider ist da, aber ist einfach alles, was da ist, unsichtbar. Ja, also hier in der Komponente sehen wir nicht. Hier sehen wir ihn leider schon noch. Und wer sich jetzt denkt, ja, das ist doch total cool. Slider hat eine Visible Property, die setze ich jetzt einfach hier auf False. Bitte, bitte nichts machen. Warum? Wenn die Visibility von einer Control auf False gesetzt ist, dann bedeutet das, dass NutzerInnen nicht mehr mit dieser Control interagieren können. Und das bedeutet, dass eben genau das, was ich nämlich machen will, nämlich ne, diesen Slider nach rechts zu schieben, dass das eben dann nicht mehr funktioniert. Deswegen super wichtig, dass wir Folgendes machen. Wir finden hier eine ganze Menge an Farben. Border Color, Focus Border Color, Handle Fill, Handle Active Fill und. Die müssen wir alle auf Color.Transparent setzen. Alle. Und nur wenn wir das gemacht haben, dann verschwindet dieser Slider zwar optisch, der hat aber trotzdem immer noch diese Visible Property of True gesetzt. Und das bedeutet, dass es für mich als NutzerIn so aussieht, als würde ich jetzt mit dem Button interagieren, aber ich interagiere nicht mit dem Button, weil der Slider ja oberhalb des Buttons liegt. Super wichtig da vielleicht noch zu erwähnen, der Button, der hat natürlich die Display Mode Property und die setzt ihr bitte auf View. Warum? Weil wir interagieren nicht mit dem Button, der soll nur da sein. Und wir tun nur so, als ob wir mit diesem Button interagieren würden. Weil der Button liegt ja halt immer die ganze Zeit auf diesem Handle drauf und bewegt sich halt auch mit dem Handle mit. Und wir interagieren aber mit dem Slider und wir tun so, als ob das halt der Button wäre. Und der Button ist dann das mit den drei Pfeilen drauf, letztendlich, das, was wir sehen? Der Button, das ist das mit diesen drei Pfeilen drauf, genau. Wer sich jetzt fragt, bevor wir, glaube ich, zu den drei Pfeilen kommen, da gehen wir, glaube ich, nochmal ins Detail gleich rein. Aber eine Sache fehlt ja noch. Irgendwas muss ja noch passieren, wenn der Slider auf 100% ist. Irgendwas sollte ja definitiv noch passieren. Ne? Also wir wollen ja, dass, wenn der Slider, wenn der halt irgendwann mal wenn der praktisch auf 100 ist, wenn der sein Maximal erreicht hat, dann möchte ich natürlich eine Variable setzen. Keine Ahnung, was ist Success oder Variable 1, gerne auch immer genommen im Testen. Die möchte ich dann natürlich auf True setzen.
Warum? Das ist ein Wert, den ich ja später wieder in meine App übergeben möchte. Ist da was passiert oder eben auch nicht? Und natürlich auch, ihr habt hier in der Komponente gesehen, wenn ich das hier einmal durchgeswiped habe, dann steht hier nicht nur ein anderer Text. Dann ist hier auch wirklich so ein Herzchen-Icon da und diese drei Pfeile, die sind jetzt weg. Und das toggle ich eben mit dieser Variable, die eben nur dann gesetzt wird, wenn das leider auf 100 steht. Und wie machen wir das? Das ist natürlich hier eben vorbereitet gehabt. Dann schauen wir uns jetzt hier einfach hier einmal an. Da ist, guck mal hier. Da haben wir ja hier auf dem Slider haben wir ein On-Change-Event. Und da haben wir, ne, also wenn der Wert kleiner ist als 100, dann ne, set is action success or false. Und ansonsten setzt es eben auf true. Und habe ich hier noch eine Behavior-Property. Die heißen jetzt mittlerweile, Die heißen gar nicht mehr Behavior-Property, ne? Action ist eins von den neuen, ja. Eins von den neuen, was ich immer wieder verwechsle. Also ich weiß, was ich anklicken muss eigentlich, aber ich bin immer noch verwirrt. Da mache ich vielleicht auch nochmal einen Blogpost zu oder vielleicht machst du ein Video dazu, Robin. Aber ne, also das hier sind diese alten Behavior-Properties und da habe ich gesagt, da gibt es ein On-Change drauf und das übergibt praktisch einfach nur einen Parameter und dieser Parameter ist halt Self.Value, also von dem Slider eben der Value und wenn der 100 ist, dann kann ich in der App auch wieder Bescheid sagen, mach was oder mach eben auch nichts. Okay, nee, das klingt ja also vom Prinzip her ganz einfach, Funktionalität. Eigentlich ist es einfach, ne? Wir haben einen Button und einen Slider und der Rest ist zum Hübschmachen und ich habe mir mal sagen lassen, dass mit dem Apps Hübschmachen, das würde ich ganz gut können, deswegen habe ich mir da mal so ein bisschen Mühe gegeben. Haben gedacht, was können wir da eigentlich alles machen? Genau, jetzt gucken wir uns mal die Input-Properties auch an, dann können wir das nämlich nochmal klären gleich mit der, welche Property das war. Vielleicht kannst du es einmal kurz. Genau, also kurz wir haben zwei Input-Properties für die Swipe-Height und die Swipe-Width. Das sind beides Number. Und ich habe gesagt, Höhe soll im Augenblick 55 sein und hier die Breite soll 220 sein. Und das bedeutet dann natürlich, dass ich mein Component so groß und so breit machen kann, wie ich das möchte. Ja, und jetzt ist es hier ganz ein bisschen verrutscht, aber so im Prinzip funktioniert das. Okay. Das nächste ist, ich habe ein paar Farben vergeben. Ich habe nämlich meine Primary Color vergeben. Und dann seht ihr hier auch schon, ne, hier haben wir es ja gut in der Vorschau, dieses Grau, das ist hier dieser Hintergrund und dann habe ich einen Secondary Color und ganz, ganz offensichtlich ist das hier unsere Button-Füllfarbe, die wir hier haben und dann habe ich noch eine Accent-Farbe und ich habe das absichtlich mal so gemacht, dass man sieht, ich kann da sowohl einen Hexwert vergeben, als auch einen RGBA-Wert vergeben, als auch als hier mit Color Dot arbeiten. Das ist ein Component, das ist vollkommen egal. Also alles drei sind hier valide Dateneingänge für den Datentyp Color. Das können wir hier machen. Und die Accent Color, das ist der Wert, der halt hinterher auf dem Herzchen-Icon ist, wenn wir den dann tatsächlich durchgeswiped haben. Dann habe ich hier noch einmal die Text Color. Ne? Da habe ich jetzt hier gesagt, das soll bitte weiß sein. Und dann haben wir noch zweimal Text, und zwar einmal den Background Text 1 und einmal den Background Text 2. Der Background Text 1, das ist der halt im Zustand 0 vergeben wird, also wenn halt das noch nicht geswiped ist. Und der Background Text 2, das ist der im Zustand 1 vergeben wird. Also jetzt hier schon die Thank You Message und da kann man dann halt reinschreiben, was man möchte. Das ist dann das Schöne daran. Und dann haben wir hier ja hier diese drei Chevrons, diese drei Zacken oder Pfeile und dafür haben wir natürlich auch Farben hinterlegt, damit die halt auch Farben haben können. Und dann habe ich gesagt, dieses Icon, das eingeblendet werden soll, soll das Herz-Icon sein. Ich weiß, es ist das eingebaute Icon. Ich weiß, Robin, du hast immer so deine Meinung dazu, zu den eingebauten Icons in Power Apps. Das kann man natürlich auch mit SVGs machen. Ich wollte es jetzt hier aber nicht überkomplizieren. Und dann, wie gesagt, habe ich hier einmal dieses. Du hast die schönsten eingebauten Icons genommen, die Power Apps hat. Viele andere sehen leider nicht so gut aus, out of the box. Ja, ja, ja.
Sehr, sehr leider. Und dann habe ich Und es ist eben. ja auch nur sehr, sehr eingeschränkt. Also es gibt ja nur sehr wenige. In der Realität braucht man ja meistens noch ein oder zwei mehr dann Ja, dazu. Und ja. jetzt kommen wir zu der On-Change und da So, und kannst du dann nochmal. das ist die On-Change, ne? Das ist die Behavior Property, das ist keine Input Property mehr, sondern das ist eine Behavior Property, die gibt einen Datentyp Text aus, aber hat halt einen Input-Parameter, der halt der Value vom Slider ist, und das ist ein Number-Parameter. Und jetzt hast du als Property Type Event ausgewählt. Und das ist, Genau, dazu und muss man, das ist halt Behavior Property für die Älteren und sonst. ja, genau. Und dazu muss man aber immer noch in den Settings die Preview anmachen oder ist das Standard mittlerweile? Kann auch sein. Also. Ja, also es gibt hier, also in den Settings gibt es hier so upcoming features, und da kann man hier einmal so unter Experimental kann man Enhanced eingeben. Und Ah, wenn genau. man das Also das ausschaltet, Experimental dann. heißt, es ist noch nicht standardmäßig an. Nee, Das heißt, überhaupt nicht. das muss man anmachen, um die Behavior Properties oder jetzt Event und Action und noch ein paar mehr Genau. gibt es dann. Und um den Effekt zu erzielen, dass man einfach eine Funktion da durchreichen kann mit Input-Parameter, dann funktioniert der Typ Event. Genau. Genau, so schaut's aus. Ja, Eine Detailfrage habe ich noch. Du hast doch bestimmt drei Chevrons dann da auf den Button gelegt. Nein, ich weiß natürlich, wie du es gemacht hast, aber das ist nochmal ein also Punkt, der uns du. beiden ganz, ganz wichtig ist. Erklär doch mal, was du da gemacht hast. Wir sehen es ja hier, ne? Also da ist eine Gallery drin, das ist eine horizontale Gallery, und die hat natürlich eine Items Property, also die Property, die eben bestimmt, was ist denn eigentlich in dieser Gallery drin. Und da habe ich einen Table angelegt, und ich bin immer so, ich mache immer eine ID-Spalte in jedem Table drin, damit ich mir das leichter merken kann. Also gerade bei umfangreicheren Tables ist das definitiv zu empfehlen. Und dann haben wir halt hier das Icon. Ja, und das heißt, ich könnte auch verschiedene Icons nehmen. Und die haben aber natürlich eine Color Property dann. Und die referenziert jetzt also wieder auf diese Input Property, also Component Swipe Right 7 hier im Augenblick. Dot Chevron Color 1, Dot Chevron Color 2 und Dot Chevron Color 3. Und das bedeutet, dass wenn ich das natürlich in meiner App, also in der Instanz meines Components, wenn ich da dann jetzt natürlich diese Farben ändere, dann reflektiert sich das natürlich, sodass ich halt super flexible Komponenteninstanzen damit haben kann und auch mehrere verschiedene in der gleichen App, wenn ich das haben möchte. Genau, hier jetzt ein ganz kleines Beispiel. Also immer wenn sich was wiederholt, immer nehmen wir Galerien, ne? Da sind wir uns ziemlich einig Super und da einig. werden wir auch sehr, sehr kreativ mit, glaube ich. Das ist so ein kleiner Punkt. Da hätte man jetzt vielleicht nicht direkt eine Galerie dahinter erwartet, wenn man das sieht. Aber auch hierfür, es ist einfach, es ist leichter. Einmal das Ding verschoben, muss man dann halt sonst wieder dreimal machen, ne? Oder man will da doch einen vierten Pfeil oder sowas, dann müsste man da einen vierten reinmachen. Kann man dann alles mit der Galerie super einfach lösen. Das heißt, da immer der Weg und natürlich für alles andere, angefangen von natürlich ganz normalen Galerien, wo wir Listen anzeigen wollen. Das ist ja der Standard-Use Case, aber dann auf Menüs, oder was weiß ich, Menüs, Fortschrittspunkte. Tabs, Stepper, Dots, also Genau. alles, was ich wiederholt, ich sage immer alles ab 2, kommt bei mir in der Galerie rein. Also ist es performanter, ist es leichter zu handeln, ist es ordentlicher, sieht immer besser aus. Und es sorgt auch halt hier irgendwie so in diesem Navigationsbäumchen hier, den wir ja im Power Studio haben, sorgt so für ein bisschen mehr Ordnung, weil ich mir natürlich so eine Galerie oder Galerien auch einfach irgendwann ausblenden kann, wenn ich da gerade nicht drin arbeite und halt nicht so einen wahnsinnigen Wust von Zeug einfach da rumliegen habe. Ja, Ja, also ich das bin war großer ja, sehr gut. Also sehr, sehr kreatives Component. Auch bin ich einfach auch großer Fan von. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Controls, aber mit denen können wir wieder sehr, sehr kreativ werden und neue Sachen zusammenpacken, und was Neues bauen. Das ist nicht immer einfach und auch genau deswegen nehmen wir so Components, dass wenn wir uns einmal die Mühe gemacht haben, dass wir das dann eben wieder machen können. Der zweite Punkt natürlich, den hast du vorher angesprochen, wo lebt die Component? Immer bei dir. Da muss ich auch noch von dir lernen. Immer. immer in der Komponentenbibliothek. Also ihr seht das hier. Ne, also auch das, ne, das ist hier jetzt keine wirkliche App. Also schon eine App, aber es ist eine spezielle App. Warum?
stehe hier gerade. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, Komponenten und Komponentenbibliotheken. Natürlich. Ich blende es hier oben ein, aber letztendlich hat mich auch Luise davon überzeugt, immer Komponentenbibliotheken zu nehmen. Ja, also das Schöne ist, Komponentenbibliotheken, das ist praktisch so der Ort, wo wir ein neues Komponent starten und natürlich dort auch verwalten und weiterentwickeln. Und wenn wir diese Komponenten, die also in Komponentenbibliotheken liegen, wenn wir die dann Apps hinzufügen, dann bedeutet das, dass wir da halt so eine Dependency haben, heißt das in Deutsch? Abhängigkeit. Da haben wir halt eine Abhängigkeit. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt in meiner Component Library, wenn ich da jetzt also das Komponent update oder neue Funktionen hinzufüge, dann kriegen Maker halt eine Nachricht, hey, da gibt es eine neue Version von dem Komponent, willst du es haben? Und wenn die dann auf OK klicken, dann kriegen die halt die aktuelle Version. Und das bedeutet, dass wir halt eine Version der Wahrheit hier haben und nicht 25 verschiedene. Und das macht es halt sehr, sehr schön. Dein Kunde fand das nämlich wahrscheinlich so cool in der einen Handy-App, dass er das dann in jeder haben will. Und dann kennt man ja die Kunden so. Die wollen das dann irgendwie, aber macht ja auch Sinn. Ne? Dann haben sich die Leute irgendwann dran gewöhnt, wie das funktioniert und erwarten dann so ein Ding da, weil das in der anderen Handy-App auch da ist. Und wenn es in einer funktioniert, dann nehmen wir das in alle rein. Und dann sagt er aber der dritte Chevron muss jetzt eine andere Farbe haben oder sowas. Oder der Button sollte doch ein Ticken kleiner sein oder so. Und dann muss man nicht in jede einzelne App rein und das ändern, sondern kann das zentral in seiner Component Library und wenn man dann in den Edit-Modus in die anderen Apps reingeht, kriegt man das Update da eben automatisch gepusht. Die Abhängigkeit hört sich so negativ an, das ist was sehr Gutes, Fall. Ja? Das ist was richtig Gutes. Also ich könnte hier jetzt sagen, was weiß ich was, ich will dieses Herzchen, will ich aber jetzt hier in Blau haben. Ich habe jetzt gerade mal diese Accent Color hier, also in der Instanz geändert. Wenn ich jetzt hier mein Swipe Right ausführe, dann seht ihr, das ist blau. Zoom mal ein bisschen rein. So, das ist blau. Warum? Weil ich gesagt habe, dass diese Accent Color jetzt hier also blau ist. Und woher weiß das das? Also ich zeige das vielleicht gerade noch einmal. Das ist also hier dieses Icon 7. Und Icon 7 hat natürlich Color Property und die liegt eben auf Component Swipe Right 7.Accent Color. Da liegt die drauf. Und weil eben hier dieses Rosy Brown, das ist halt der Default-Wert, den ich halt im Component vergeben habe, aber ich kann den eben in der Component-Instanz überschreiben, mit zum Beispiel diesem hübschen Blau, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Deswegen wird mir das da angezeigt. Ja. Und so funktioniert das. Da haben wir, glaube ich, dann einmal den ganzen Lebenszyklus durch von Komponenten und Komponentenbibliotheken. Ich habe euch einiges davon schon mal gezeigt auf dem Kanal, aber die Person, von der ich das gelernt habe, die seht ihr hier auch im Bild, das war Luise. Also die hat mich bei ganz, ganz vielen Sachen schon inspiriert oder hat mir Sachen direkt beigebracht oder hat mich gezwungen, sie zu tun und ich habe immer davon profitiert. Deswegen war es mir eine große Freude, dass du hier auch da warst und nicht nur ich kann von dir lernen, sondern wie vorher gesagt, auch alle anderen können von dir lernen und du hast es gerade noch mal gesagt, auf was es uns ankommt. Geschwindigkeit, alles, deswegen benutzen wir die Galerien, deswegen benutzen wir Components etc. Es kommt auf Maintainability, also wie gut kann ich dann so eine App auch verwalten und erweitern und so ein Component wiederverwenden. Das ist ein ganz großer Punkt. Dazu kommen noch bei unseren Workshops Accessibility. Ich habe gerade gedacht, ach, das blaue Herz auf dunklem Grund. Das war jetzt natürlich. Habe ich auch gedacht. Das ist aber kein guter Farbkontrast. Genau, über sowas reden wir dann natürlich auch zusammen. Da habe ich auch schon sehr viel von dir gelernt und noch viele, viele Punkte mehr, die dann auf die Sachen einzahlen, die wir gerade genannt haben. Wenn ihr kommen wollt, dann meldet euch gerne an. In der Beschreibung unten findet ihr alle Infos dazu. Luise, es war mir eine ganz, ganz große Freude, dass du hier bei mir auf dem Kanal warst. Ja, danke, dass ich als Gästin dabei sein durfte. Und ihr anderen alle, schreibt gerne Kommentare, ob ihr noch mehr von Luise und ihrer Power-Apps-Magie sehen wollt.
wenn ihr das wollt, nicht in Videoform, aber in Textform, könnt ihr das sehr gerne auf ihrem Blog tun. Wie gesagt, auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, für alle anderen bis in Amsterdam, Köln oder irgendwo anders, wo ihr uns dann irgendwann mal treffen könnt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin und eure Luise. Ciao. Ciao.